Jan, Hörspiel von Lothar Trolle, nach Motiven des Romans von Andrei Platonow, in der Übersetzung von Alfred Frank. Am Fuße des Ust-Jurt, eingegraben in den trockenen Hang eines Hügels, eine Erdhütte. In ihr ein alter Mann, nächtigt in der Erdhütte, ernährt sich von dem, was sich in den Klüften des Hochlandes findet. Kleineres Getier, Pflanzenwurzeln und so weiter. Biblisches Alter und die Armseligkeit machen, er ähnelt kaum noch einem Menschen. Schon längst hat er die dem Menschen gegebene Lebensfrist hinter sich. Schon lange haben alle seine Gefühle Befriedigung gefunden und sein Verstand die ihn umgebende Natur studiert und sie sich eingeprägt mit der Genauigkeit erschöpfter Wahrheit. Selbst die Sterne, viele Tausende an der Zahl, kennt er aus Gewohnheit auswendig und ist ihrer überdrüssig. Sein Name ist Sufjan. Er trägt einen alten russischen Soldatenmantel, eine Schirmmütze und seine Füße sind umwickelt mit Lappen, als er ihn sieht, der da in der Oase an Land gegangen war. Nach ein paar Tagen Aufenthalt in Chiva. Der aufgebrochen war auf den Wegen seiner Kindheit. In die Sarikamysch. Niedriger erschienen ihm jetzt die Sandhügel, der Kanal seichter, die Entfernungen bis zum nächsten Brunnen kürzer und weniger hoch. Als in der Zeit, als er klein war, schien die Sonne zu stehen. Als er, der um Menschen zu finden, tagelang durch dieses sein Kinderland gegangen war, gekränkt, als ginge er durch eine fremde Welt. Alles, die ihm begegnenden Kamele, die Bäume, die fliegenden Insekten aufmerksam betrachtet hatte, Vergessenes erkannte, doch selbst unerkannt geblieben war. Jedes kleine Wesen, jeder Gegenstand, jede Pflanze sind also stolzer und weniger abhängig von einstiger Zuneigung als du. Der immer tiefer in die menschenleere Senke gegangen war. Hier war früher einmal der Grund eines Meeres gewesen. Sich nur ein einziges Mal mitten auf seinem Tagesweg niedergelegt, sich an die Erde geschmiegt und zugleich in seinem Herzen den Schmerz gespürt hat, als er am trockenen Flussbett des Kundarja ein Kamel erblickt. Auf seine Vorderbeine gestützt saß es in einer Sandwehe wie ein Mensch und guckte mager mit eingefallenem Höcker, scheu mit schwarzen Augen, beobachtete ihm keine Beachtung schenkend. Die Bewegung toter Gräser, die der Wind herantrieb, kamen sie ihm nun näher oder würden sie es verfehlen? Ein Halm kam auf dem Sandbiss an seinen Mund heran, es zerkaute ihn mit den Lippen, schluckte ihn herunter. Weiter weg ein runder Steppenläufer, mit hoffnungsguten Augen folgte es diesem lebendigen Kraut, doch der Steppenläufer glitt seitlich weg und es schloss die Augen. Wehte kein Wind, schloss es, wollte es nicht unnütz seine Sehkraft verbrauchen, die Augen, verharrte im Dämmerzustand. Nazar, der lange bei diesem Kamel gesessen, es beobachtet und verstanden hatte, dann von weit her ein paar Steppenläufer gebracht und ihm zu essen gegeben hatte, doch tränken konnte er es nicht. Er hatte ja selbst nur zwei Feldflaschen mit Wasser bei sich. Aber er wusste ja, entlang des Kodaja gibt es Süßwasserseen und kleine Brunnen. Und am Abend fütterte er das Kamel mit Gras, das er aus der näheren Umgebung herbeiholte, bis das Tier seinen Kopf auf die Erde legte und wegsackte in den Schlaf eines neuen Lebens. Als Sufjan ihn kommen sieht, wie er, tritt Sufjan vor seine Erdwohnstadt und starrt mit menschenleeren Augen in den Raum seines Hochlandes. Auf ihn zukommt ein Mensch mit einem Kamel und er erkennt gleich, wer da vorbeikommt und betrübt sich insgeheim, dass es für ihn Unbekanntes nicht mehr gibt und sagt zu ihm, der da auf ihn zukommt, ich kenne dich, du bist der junge Nazar. Aber ich kenne dich noch nicht. Nein, du lebst, wie du isst. Was in dich hineingeht, kommt wieder heraus. In mir bleibt alles drin. Doch da besinnt der Alte sich auf ein Begrüßungslächeln und verzieht das Gesicht. Das selbst jetzt, da er es bewegt, wie die leere Haut einer vertrockneten Schlange ist. Verwundert berührt Nazar Hand, Stirn des Alten. Niemand kümmert sich um das Leben und die Lebenden, aber jetzt. Er wäre gekommen seiner Mutter und seines Volkes willen. Und ob es noch lebe? Der Alte schweigt, fragt aber dann. Bist du irgendwo deinem Vater begegnet? Nein. Kennst du Lenin? Nein, kenne ich nicht. Aber ich habe dieses Wort
schon einmal gehört. Von einem anderen, der hier vorbeikam. Er sagte, es wäre gut. Doch ich glaube das nicht. Wenn es gut ist, dann soll es doch in die Sarikamish kommen. Hier war die Hölle der ganzen Welt. Und so schlecht wie hier, ich, lebt kein Mensch. Doch erneut lächelt der Alte, misstrauisch. Du bist jung, dein Herz schlägt schwer. Hier wirst du trübsinnig werden. Da tritt er zu dem Alten und küsst ihn, wie er einst Vera geküsst hatte. Fest, unermüdlich. Seltsam. Die Lippen des alten Mannes haben denselben menschlichen Geschmack wie die der jungen Frau. Hier wirst du sterben, vor Kummer an deinen Erinnerungen. Hier, heißt es bei den Persern, war die Hölle der ganzen Erde. Am Boden Schilfstreu. Sie sind nun eingetreten in die Erdhütte des Alten. So also lebt der Alte. Hinter ihm, in der Eingangsöffnung, der abendliche Schatten, wie er in die Sarikamish-Senke fällt. Und er... Und wo steckst du, Hormuzd, o reiner Gott des Glücks, der Früchte und der Frauen, Schützer des Ackerbaus, der Fortpflanzung der Menschen, Liebhaber der Stille im Iran? Der Alte behält ihn über Nacht bei sich und er quält sich im Schlaf, wie das Licht des Gewissens am Himmel die Sterne. Draußen über dem Sand, so als bemühe es sich, abgerissen vom Tageswind, auf seinen dünnen Halmbeinchen um eine selbstständige Fortbewegung entgegen. Kräftetes Gras. Und sieht, morgens erwacht das tote Kamel. Mit versteinerten Augen liegt es nahe bei, in seinem Hals, in einem Einschnitt geronnenes Blut. Und der Alte kniet bei ihm und wühlt in seinen Eingeweiden. Wie in einem Sack voller Hab und Gut. Holt rohe Teile mit reinem Blut heraus und sättigt sie. Und dann kriecht Nazar zu dem Kamel. Warm und satt riecht es aus dem offenen Körper. Und noch immer tropft Blut und rinnt in entferntere Klüfte des Leibes. Leben braucht lange, um zu sterben. Und sie, die sich reichlich an Kamelfleisch gesättigt hatten, irren Tage, Nächte über feuchte Erde, durch dunkles Röhricht. Und er erkennt am Rand der Sarikamish, hier wächst Gras, das nicht größer geworden ist, als es in seiner Kindheit gewesen war. Und er erkennt einen bekannten Ort wieder. Hier hatten Frauen ihn an der Hand genommen und zu ihm gesagt. Doch keine Angst, Junge, wir gehen sterben. Ringsum hatten sich alle Menschen von damals versammelt und bildeten mit den Müttern und Kindern eine vielleicht tausendköpfige Menge. Das Volk, es hat beschlossen. Denn von dort kamen immer wieder die Reiter des Khans und nahmen aus dem Volk wahllos den und den mit, um mit deren Hinrichtungen Chiva Angst und Schrecken zu verbreiten. Gott her, so ergeht es jedem Gottlosen. Die Verbrecher! Und auf nichts anderes warten sie. Es packte sie die Angst und sie starrten in die leere Wüste. Ist da nicht? Kommt da nicht? Nein, nein, nein. Das ist bloß ein Hauch Wind, der Sand über die Düne fegt. Nun, da ein Drittel von ihnen entführt und verschollen war, sein Ende abzuwarten, daran hatte es sich gewöhnt. Erkannt hatte es, das Leben ist nicht so kostbar, wie es dem Menschen im Herzen und in der Hoffnung vorkommt. Glücklich, friedlich, am Leben zu sein, erschien keinem mehr als Freude und Vorteil. Und tot sein tut nicht weh. Loszugehen nach Chiva lärmte und freute sich. Nazar hatte seine Mutter angesehen und sich gewundert, dass sie, obgleich sie sterben gehen, fröhlich ist. Der Weg nach Chiva war schwer und langsam zurückzulegen. Doch Entbehrungen und Not des unbewegten Lebens hatte auch Gewöhnung des Herzens erfordert. Unmittelbar vor Chiva umzingelte eine kleine Reiterschar das eingetroffene Volk. Doch da begann das Volk zu singen. Alle, selbst die, die sonst schwiegen, sangen, tanzten. Allen voran seine Mutter hob die Arme, als bereite sie sich auf einen geheimen Tanz vor. Wir haben keine Angst. Vor der Kraft der Kugeln. Vor der Kraft des Eisens. Wir besitzen Würde.
Wir besitzen Glück. Da trat einer der Gehilfen des Khan dicht an die alten Menschen aus der Sarikamish heran. Was wollt ihr? Was macht euch so froh? Einer von den Alten antwortete ihm. Du hast uns lange genug das Sterben beigebracht. Jetzt sind wir daran gewöhnt und kommen gleich alle zusammen. Gib uns schnell den Tod, solange er uns vertraut ist, solange alle fröhlich sind. Doch da sie nur solche töten konnten, die den Tod fürchteten, ein ganzes Volk aber fröhlich an ihnen vorbei in den Tod zog, wussten die Soldaten nicht, was denken, was tun. Und die Menschen, die aus der Senke erschienen waren, gingen weiter. Mutter, wann kommt der Tod? Ich will es. Doch die Mutter wusste selber nicht, was jetzt sein würde. Alle waren noch am Leben. Sollten sie jetzt etwa in die Sarikamish zurückkehren, doch wieder ewig leben? Sie, die Mutter, damals, als sie zurückgekehrt in die Sarikamish, auf dem harten Gras ausruhten, auf dem steht er jetzt. Wir wollen wieder leben, gestorben sind wir nicht. Er ihr zustimmend. Wir beide sind heil, Mama. Wir leben und denken an gar nichts mehr. Wir tun, als gibt es uns nicht. Wohl denen, die in ihrer Mutter gestorben sind. Bei dir im Bauch. Und warum hast du mich nicht drin gelassen? Ich wäre gestorben und mich gäbe es jetzt nicht. Du würdest essen und leben und an mich denken, so als würde ich leben. Das Gras von damals. Noch immer hält es sich mit tiefen, toten Wurzeln, lebt unverändert. Nazar streichelt es. Und dann ein Schritt über Erde, die feucht ist, morastig ist. Aber Nazar und Sufjan wissen schon, wie man durch solchen Morast vorwärts kommt und durch Schilf. Indem es noch mittags dämmert. Und dann noch ein Schritt. Das Schilf tut sich auf. Und sie sehen Gras. Und auf dem Gras eine Hütte. In ihr lebt, behütet und ernährt von seiner Tochter Aydüm, einem etwa 10-jährigen Mädchen, der blinde Molla Tscherkessow. Gibt es bei euch Neuigkeiten? Nein, das Leben geht immer so weiter. Meine Frau, die liebe Gül, ist ertrunken und gestorben. Wie kommt das? Sie wollte nicht mehr. Nimm dir die Kleine und bring mir eine junge Eselin. Mit ihr will ich zusammen sein. Es hilft gegen Gedanken und Schlaflosigkeit. Ich bin arm, kann ihm da Sufjan nur antworten. Ich habe keine Eselin. Tausch deine Tochter gegen ein altes Weib. Dann bist du mit einer Alten zusammen. Dir kann es egal sein. Ist mir auch egal. Aber die alten Weiber sterben bald. Sie reichen nicht. Ich bin blind. Ich kenne nur Finsternis. Ich werde es nie gut haben. Aber mit einer Frau vergeht die Zeit, ohne dass man es merkt. Mit gespreizten Beinen und zwischen einem großen und kleinen Stein Schilfwurz zerreibend saß es, das Mädchen, auf der Erde und bereitete das Essen. Er zu dem Hausherrn. Lass deine Tochter mit mir gehen. Sie ist nicht groß. Was willst du mit ihr anfangen? Ich bring dir eine alte, eine andere. Und Molla Tscherkessow willigte schließlich ein. Bring bald, bring bald. Und Nazar nahm es, das Mädchen, bei der Hand. Kommet. Und es, ihre grell funkelnden, blicklosen Augen, guckte ihn erschreckt an, wischte sich aber dann ihre Hände an der Erde ab, stand auf und ging, alles unfertig stehen und liegen lassen. Und so, als hätte es nur einen kurzen Augenblick hier gelebt und würde nicht ihren lebendigen Vater verlassen, ging mit ihm los. Sonderbar, der Blick des Mädchens. Mit dem es ihn hin und wieder angeguckt hatte. Hatte es bedeutet. Nimm mich zu dir, aber betrüg mich nicht, quäl mich nicht zu Tode, oder ich liebe dich und habe vor dir keine Angst. Aber warum muss es hier so schlecht sein, da ich es gut brauche? Fügsam folgte es ihm den ganzen langen Weg. Manchmal hörte das Schilf auf. Dann stießen sie auf leeres, sandiges und schlammiges Schwemmland. Kleine Seen umgingen hartes, vergreistes Buschwerk und tauchten dann wieder in Schilficht ein. Als das Mädchen müde wurde, setzte er es sich auf die Schulter und trug es weiter. Er hielt es an den Knien und es umfasste seinen Kopf. Es wurde Abend. Zum Weitergehen war es zu spät und er pflückte zum Schutz gegen die nächtliche Kälte Gras, machte daraus ein warmes Lager, bettete das Mädchen ins Gras und legte sich daneben. Leben ist also doch möglich und Glück augenblicklich erreichbar. Nazar lag schlaflos. Wäre er eingeschlafen, hätte das Mädchen sich aufgedeckt und es wäre bloßen Körpers erfroren. Himmel und Erde vom Fuß des Grases bis zum Ende der Welt, große schwarze Nacht.
Die Sonne verschwunden, dafür aufgegangen die Sterne. So als wäre gerade jemand, für den es keine Rückkehr gibt, über sie hinweg marschiert, aufgewühlt, ruhelos, die Milchstraße. Wach doch auf. Auf die im Gras Schlafenden das Licht der Morgenröte. Er, damit sie es beim Schlafen nicht kalt, feucht hat, hatte eine Hand unter den Kopf des Mädchens geschoben. Die andere hält er sich schützend vor die Augen. Neben ihnen eine unbekannte alte Frau, guckt sie die Schlafenden wie erinnerungslos an, berührt ganz sacht Haar, Mund, Hände des Schlafenden, riecht an seinen Kleidern, guckt sich, hat sie Angst, gestört zu werden, um, zieht behutsam, will sie jetzt nur mit ihm, dem Schlafenden, allein sein, seine Hand unter dem Kopf des Mädchens hervor, betrachtet und berührt dabei, als wäre sie außerstande zu sehen, und sucht sie etwas verloren gegangenes, beinahe die Erde, alles, womit er, der Schlafende, bekleidet ist, untersucht die Riemen, Schnürsenkel an seinen Hosen, den Schuhen, knüllt in den Händen den Stoff seiner Jacke, streichelt mit dem im Mund angefeuchteten Finger über seine schwarzen, staubigen Brauen, beruhigt sich und legt sich mit dem Kopf zu seinen Füßen, döst, erhebt sich aber bald wieder und sagt, den Schlafenden umfassend, wach doch auf. Er schlägt die Augen auf, die Alte küsst ihn auf den Hals, durch die Kleidung hindurch auf die Brust, auf die Hände, ihr Gesicht, sind an ihm noch alle Teile heil? Ist etwa in der Zeit der Trennung an ihm etwas verloren gegangen oder hatte gelitten? Er, wohin ist die funkelnde, dunkle Kraft ihrer Augen? Sie, die einst leuchteten, verblasst sind die Augen der Mutter. Das kleine, hagere Gesicht von der ständigen Trauer oder der Mühe, sich am Leben zu erhalten. Boshaft raubgierig schließt die Mutter in die Arme. Leicht, federleicht. Wie ein kleines Mädchen ist sie jetzt. Wo lebst du? Dort. Sie macht eine Armbewegung und führt ihn durch niedriges Gras, lichtes Schilf, inmitten des Schilfwalds. Auf einer Lichtung Schilfhütten, kein einziger Hund, noch ein Esel oder Kamel, im Gras nicht einmal Hausgeflügel. Und am Dorfrand vor einer Hütte, an ihm die Haut herabhängend in Falten wie ermüdete, abgetragene Kleidung, ein nackter Mann, auf seinen Knien Schilfrohr, das er sortiert. Was sieht er vor Augen, was andere nicht sehen, was seiner Seele den ihr gemäßen Trost gibt, dass er ohne Verwunderung mein Erscheinen registriert, wo sich hinmurmelt, meinem Gruß unbeantwortet lässt. Er macht Halt. Hier ist alles, Mutter, Heimat, Kindheit, Zukunft. Umschau haltend lächelt er und weiß nicht, was tun. Oberhalb des Schilfrohrs am silbrigen Horizont ein Trugbild, ein Meer oder ein See mit darauffahrenden Schiffen und der hell erstrahlenden Säulenreihe einer fernen Stadt. Neben ihm mit tief gebeugtem Rumpf die Mutter schweigt. Sie waren in ihr Verstand und Gefühl ganz und gar versunken in ein tiefes Nachdenken, das alle ihre Kräfte in Anspruch nimmt. Sie hatte ihn nicht einmal gefragt, ob er etwas essen und was er in der Heimat der Schilfsiedlung wolle, sieht ihn, als sie sich an das Zubereiten einer Speise aus Gräsern, Schilfwurzeln und kleinen Fischen macht, gar nicht an. Und er... Sie schläft und bewegt sich wie in einem Traum. Und nicht wie in der Wirklichkeit. Ihre Augen wie blind und verstummt, ohne jeden Ausdruck. Den verhärteten Füßen nach lebt sie ständig barfuß. Und er sieht der Mutter zu, befühlt ihr aus verschiedenen Stoffresten geflicktes, mantelartiges, bis hoch zum Hals verlängertes, dunkles Kleid. Sie trägt es über dem bloßen Körper und spricht die Mutter an. Sie antwortet ihm. Sie versteht mich also. Aidym hilft ihr, im Herd der kleinen Hütte unter der abschüssigen Schilfwand Feuer zu entfachen. Sie will also glücklich sein, nicht im Dunkeln einer Hütte sitzen und darüber nachdenken, bekommt sie nun zu essen oder nicht. Mit klaren, schwarzen Augen betrachtet das Mädchen die beiden Fremden. Und er versucht sich zu erinnern, wo er solche Augen wie die des Mädchens nur lebhafter, fröhlicher schon einmal gesehen hat. Wo ist er? Womit befasst er sich? Er ist nahezu allein. Rings um Schilf, Sumpfland, schwächliche Wohnstätten aus toten Gräsern. Jetzt mit der Straßenbahn zu Freunden zu Besuch fahren. Doch da besinnt er sich schnell, sagt laut Nein. Nein. Und lächelt, das Mädchen anguckend.
Das schlägt verschüchtert die Augen nieder. Der Himmel erloschen, doch in der Ferne seit längerem ein matter, kümmerlicher Stern. Feucht und still ist es geworden, als er allein losgeht. Am Fuß der alten Pflanzen in der mächtigen Nacht junges Schilf, wie im Schlaf Kinder. Ich die Wolle auf. Ganz in der Nähe die Stimme eines alten Mannes, spricht ohne eine Antwort zu bekommen, spöttisch, schnell. Steck sie mir unter das Hemd, mach schnell, solange die Kamine haben. Er lauscht. Nichts ist zu verstehen. Der Alte flüstert jetzt, fantasiert, träumt von irgendeinem Leben, murmelt, als würde er sich entfernen, immer leiser. Dori, Dori, Dori. Ruft nun eine Frauenstimme. Jetzt bewegt sich die Frau, unter ihr raschelt die Matte. Lauf nicht weg, kann nicht mehr, ich komm nicht hinterher. Bleib stehen, quäl mich nicht, mein Messer ist scharf. Ich stech dich tot, wenn ich dich kriege. Sie verstummen. Dordi, ruft er da, leise, von draußen. Was ist? Antwortet von innen die Stimme des Alten. Schläfst du? Nazar, der hier noch kein einziges Haustier gesehen hatte, wundert sich. Gleich daneben die Form einer Kibitka. Eine Schilfhütte und vor ihr ein kleiner Hund. Als er sich zu ihm herabbeugt, schnappt das Tier nach seiner Hand, reibt sie zwischen leeren Kiefern. Der Hund hatte keinen einzigen Zahn. Er befühlt den Körper des Hundes. Ein hastig schlagendes Herz und in den Augen des Tiers Tränen der Verzweiflung. Mit sanfter Stimme und immer wieder eine Pause einlegend, dann aber weitermachend, lacht jemand. Nazar hebt das an Stangen befestigte Gitter an, betritt die Wohnstätte. Stille, Stickigkeit. Zu sehen ist nichts. Hockt sich nieder, sucht auf dem Boden kniend nach dem, der da immer wieder lacht. Die Arme werden ihm schwer. Doch er sucht weiter, bis er jemand das Gesicht ertastet unter seinen Fingern. Und unerwartet verzieht sich das Gesicht. Aus seinem Mund kommt ein warmer Hauch von Wörtern. Jedes einzelne von ihnen durchaus verständlich, doch zusammengenommen geben sie keinen Sinn. In seinen Händen das fremde Gesicht hört er, verwundert, diesem Menschen zu, versucht zu verstehen. Was spricht er da? Da hört dieser sitzende Bewohner der Kibitka auf mit Reden, lacht kurz und versteht. Verständnisvoll auf und redet dann weiter. Lacht dieser Mensch über das, was er sagt? Oder darüber, dass das, was er denkt, bedeutungslos ist? Doch dann begreift er und muss nun ebenfalls lächeln, warum diese Worte nicht zu verstehen sind. Sie sind bloße Laute, drücken weder ein Interesse noch ein Gefühl aus. Auch er ist also ein Mensch ohne Seele. Hey, mach, steig auf den Ustjurt, heb was auf und bring es mir, sagt jetzt dieser Mensch. Ich steck es mir in die Brust. Nazar berührt diesen Menschen, dessen Gerede weder Schrecken noch Neugier erregt, am Gesicht, an den Händen, fasst seinen Körper an. Und wenn ich ihn, der, als gehörte sein Leben bereits einem anderen, nicht aufhört zu reden, töte, neben dem Mädchen, das im Schlaf unmerklich atmet und auf Ton, liegt er in der Hütte seiner Mutter, der Hund war ihm lautlos gefolgt, draußen unverändert Nacht. Über dem Röhricht das Beben eines leichten Windes, ist das sein Volk, das da schläfrig murmelt? Ich will ein Kind haben, vielleicht lässt es sich jetzt zeugen. Nein. In uns beiden ist nur Schwäche. Wir zeugen schon 10 Jahre und es will nicht in mir werden. Ich bin die ganze Zeit leer, wie tot. Komm, lass uns etwas miteinander machen. Wir haben nichts zum Freuen. Naja, ich hab nichts zum Anziehen. Du auch nicht. Wie sollen wir im Winter leben? Wenn wir schlafen, haben wir es warm. Was soll man sonst tun in seiner Armut? Bloß du bist mir geblieben. Da muss ich dich doch einfach anschauen und lieben. Das ist das Einzige. Hab und Gut besitzen wir nicht. Ich habe hin und her überlegt und sehe, dass ich dich liebe. Etwas Besseres als die eigene Frau gibt es nicht. Was kann man bei unserer Armut außer seinem Körper noch für gut haben? Ein Glück, dass die Frau wenigstens allein geboren wird und groß wächst. Man kann sie ja nicht von sich aus machen. Du hast Brüste, einen Leib, Lippen, Augen hast du. Da kommt doch allerhand zusammen. Ich denke an dich und du an mich und die Zeit vergeht. Sie verstummen. Und sicherlich umarmen sie sich jetzt. Am Morgen danach schenkt die Mutter weder ihm, vermutlich hatte die Kraft ihrer Seele nur dazu gereicht, sich an den Sohn zu erinnern. Jetzt aber lebt sie wieder ihr eigenes Leben, noch dem Mädchen beachtet.
Brüstung, richtet lange in der schrägen Wand das Schilfrohr, alle Halme von der Erde auf, putzt den Kessel von innen, zieht die Matte zurecht und rollt sie zusammen. Tut das alles. Als hätte sie über ihr Hab und Gut hinaus keinerlei Verbindung zum Leben und den übrigen Menschen. Mit viel Sorgfalt und Eifer bittet den Sohn, ihr etwas zu geben. Bittet zaghaft, ohne Hoffnung und Gier. Nur damit es mehr werde, mit der alltäglichen Beschäftigung will sie mehr Sachen haben. Und Nazar versteht, überlässt ihr seinen Mantel, die Revolvertasche, steckt sich den Revolver in die Hosentasche, das Notizbuch und etwas Geld, fragt die Mutter. Kennst du Molla Tscherkessow? Ich kenne alle. Geh und wohne bei ihm. Dort wirst du es besser haben. Er ist blind und wird dich behüten, solange er noch lebt. Und bleibt mit Aydüm, dem Mädchen, allein. Und bekommt, während das Mädchen sich gleich ans Wirtschaften macht, Gräser sammelt, kocht, Besuch von Nur Mohammed. Er ist hochgewachsen und schon alt. Und seine Augen, die sind, als würde ihn das Sehen wehtun. Er trägt einen usbekischen Khalat und auf dem Kopf eine Tubiteka. Und er ist Bevollmächtigter. Dieses Volk hat ausgelitten in der Not. Glück zu empfinden, ist es nicht mehr imstande. Besser, man lasse es in Ruhe und vergesse es für immer. Oder führe es, damit es sich dort verirre, irgendwohin in die Wüste oder in die Berge und hält es dann für nicht mehr vorhanden. Was hast du in dem halben Jahr, in dem du hier bist, getan? Nichts. Ich kann Tote nicht lebendig machen. Wozu bist du dann hier? Ich grabe Gräber für die Gestorbenen. In Sümpfen können sie nicht beerdigt werden. Es gibt eine Seuche. Darum bringe ich die Toten weit weg in den Sand. Ich begrabe sie, bis keiner mehr da ist. Dann gehe ich fort von hier und sage, Dienstauftrag erfüllt. Das Volk wird seine Angehörigen selbst begraben. Dazu wirst du nicht gebraucht. Nein, es wird sie nicht begraben. Tote müssen von Lebenden begraben werden. Aber hier gibt es keine Lebenden mehr. Nur noch nicht Gestorbene, die ihre Zeit im Dämmerzustand zu Ende leben. Du kannst für sie kein Glück machen. Sie wissen nicht einmal mehr von ihrem Leid. Ihre Qual ist vorbei. Sie haben ausgelitten. Und was wollen wir beide nun hier? Nichts. Den Menschen darf man nicht zu lange quälen. Quält man ihn zu lange, geht er zugrunde. Man muss ihn immer nur ein bisschen quälen, dann ihn spielen lassen, dann wieder quälen. Ich werde ihn keine Gräber graben. Du bist ein Fremder. Geh lieber fort und lass uns allein. In meinem Kopf ist meine Sache, in deinem deine. Aber dieses Mädchen hier bringe ich auch bald in die Erde. Und Nur Mohammed berührte mit einer kurzen Bewegung die Stirn des schlafenden Mädchens. In der Ferne. In der Stille, wie in einer nahen, doch anderen Welt oder wie hinter einem schweren Vorhang, durch den nichts dringt. Kurze, dumpfe Laute. Nazar erhebt sich, lauscht. Hatte er diese Laute schon einmal gehört, aber nicht beachtet? Die Laute wiederholen sich, kommen nun seltener. Zwischen ihnen lange Pausen, als würden da irgendwo eisige Riesentropfen fallen oder es würde hinter den blauen Wolken ein Horn erschallen. Oder kommen sie etwa von ganz nahen? Etwa aus seinem eigenen Körper sind sie etwa gestaut von einer hochstehenden Sonne? Am Fuß eines alten Gemäuers, an den brüchigen Lehmmauern einer alten Ruine, sengende Hitze. Schlaf, vergessen. Stickige Besinnungslosigkeit strömt durch diese Mauern. Toter, gealterter Lehm. Drin, in der reglosen Luft, ist es noch stickiger. In einem Nest, in dem... Nicht um irgendwann einmal von jemandem gegessen zu werden, sondern zu ihrer eigenen Lust. Riesige, fette Gräser wachsen mit dicken, fetten Stängeln, ballt sich die Hitze des Himmels, Hass erfüllt. Vielleicht findet er unter ihnen noch ein essbares Kraut. Nazar betrachtet die fetten Pflanzen, findet Knochen, nicht sonderlich groß, sondern zerhauen. Oder hatte sie jemand, falls hier ein Mensch gewesen war, um eine dicke Brühe zu bekommen, zersäbelt? Nazar sieht ein Stück weiter noch ein paar Knochen und ein halbes Menschenskelett mit Schädel. Dieser Mensch war mit dem Gesicht nach unten gestorben. Seine Rippen, als würde dieser Tote noch atmen, wölben sich und eine Rippe durchspießt eine zerknüllte, doch bereits heutige Rotarmistenmütze. Aus ihr wächst bleiches Gras. Nazar zieht unter der Rippe die Mütze hervor. Noch immer sind an ihr Spuren des fünfzackigen Sterns zu erkennen. Und innen auf dem Stirnband steht mit Tinte geschrieben Ora Skolomanov. Er säubert die Mütze, setzt sie sich auf den Kopf und legt seine Schirmmütze auf den Schädel Golomanovs. Ringsum in die Lehmmauern mit dem Bajonett Golomanovs oder der anderen Rotarmisten, deren Knochen hier irgendwo auf der Erde verstreut liegen, eingeritzt in die Lehmmauern und damit nicht etwa Zeit, Wind, Regen, die
Spur dieser Hoffnung der Toten und Lebenden einebne, wegspüle, hatte das Bajonett sie tief in den Lehm geschnitten. Worte, Sätze. Es lebe der Juldasch der Revolution. Kolomanow und die anderen, die hier gewesen waren, so sicher waren sie sich gewesen, dass ihr nicht gelebtes Leben nun von anderen ebenso gut zu Ende gelebt wird, wie von ihnen selbst in Ruhe verwest. Auf dass Adler oder einsame Tiere diese Knochen nicht auseinanderschlippen. Streut er Gras und Erde auf Kolomanows Skelett, hoch und ergiebig im Wind seines Weges die Sonne und erwärmte doch nicht sein Herz bis zum Glückszustand. Mit hilflos abgespreizten Pfoten, vorgestrecktem, geblähten Hals eine tote Schildkröte. Um sie zu betrachten, hebt er sie auf, trägt sie dann weg und bleibt betroffen stehen. Dieses Tier ist nun allen, die er geliebt hatte und die inzwischen gestorben sind, näher, als er im Mondschein und höher als der Staub den Kamele, Esel aufwirbeln, flimmernd über der Karawanenstraße Staub nachsieht, wer da geht, wo keiner sein kann. Im Mondschein Staub aufwirbeln können nur Tiere, die in Not sind. Arbeitet er sich, einsinkend durch Röhricht, biegt, er erwartet nichts Glückliches oder Erstaunenswertes, mit der Hand die duftenden Zweige von Dornengestrüpp auseinander und sieht das sich dahinschleppende Volk. Nur Mohammed führt den blinden Molla Tscherkessow, der hält sich mit der Linken an ihm fest. Seine Rechte fährt rudernd durch die Luft. Hinter den beiden geht seine Mutter. Und dahinter trippelt auf kleinen Füßen Aydim, das Mädchen. Und dahinter kommen dann die anderen, Durdi und seine Frau und so weiter. Eingewickelt in seinen Mantel trägt die Mutter Schilfrohr mit sich. Aydim schleift ein bunt essbare Gräser über die Erde. Alle Augen sind geschlossen. Einige flüstern oder murmeln vor sich hin. Einzig nur Mohammed guckt mit geöffneten Augen nach vorn und raucht in getrocknete Schilfrohrblätter gewickelt zerkrümeltes Gras. Wohin führst du sie? Ich führe sie auf einen weiten Weg. Wer den geht, den ist immer leicht. Hauptsache, sie bewegen sich. Nazar guckt sich um. Die Straße biegt jetzt um den Hügel, auf dem er vor kurzem gewesen war und unter dem irgendein kleines Volk liegt, das seine Knochen vermengend, Namen und Körper schon längst verloren hat. Aydim ist zu Boden gefallen und liegen geblieben. Und weiter hinten liegen noch zwei Körper eingeschlafener Menschen. Er tritt zur Mutter und hört nicht auf, sie zu betrachten. Doch sie wendet sich ab. Jetzt aufwachen, die Augen aufschlagen. Und dir zu beiden Seiten liegen zwei Schafe und geben dir von ihrer Wärme ab. Und rundherum stehen noch andere Schafe, etwa 40, und warten, dass du ihnen das Gesicht zuwendest. Und unter ihnen ist ein Bock, der von Zeit zu Zeit an dich Liegenden herantritt und dir... So sehr liebt er den Geruch und den salzigen Schweiß des Menschen. Hals- und Nackenhaare leckt. Und dann Feuer machen. Und dem Tier vor den Augen des Rests der Herde, die etwas abseits steht. Und die, ohne sich um sich selbst Sorgen zu machen, bei der Schlachterei zusieht. Die Kehle durchschneiden. Das Blut, das da aus seinen Halsschlagadern pulst. Trinken, dann damit auch die anderen trinken können. Schüsseln mit Blut füllen. Trockener Sand. Und das Volk, um bis zum Morgen zu schlummern, legt sich darin nieder. Doch er, der sich nicht am Schlafen beteiligen will, nicht weiß, wie bringt er die Zeit bis zum Morgen hinter sich, geht. Bald trübsinnig, bald lächelnd, Worte vor sich hin murmelnd. Nichts ist trübsinniger, als ganz allein zu sein mit quälenden Gedanken und Erinnerungen. Geht zwischen den Schlafenden umher, nahe bei der Mutter, das Gesicht im Sand. Und im Schlaf mit kindlicher Stimme schreiend, dann wieder ruhig und gleichmäßig atmend. Eine Kirgisin. Und nun sieht er es. Er war zu ihr getreten und hatte ihr Gesicht angehoben. Es ist eine alte Frau, die... bricht sie in ihr Kindergeschrei aus. Den Mund geschlossen hält. Und gegen Mittag führt ihn Sufjan, der Alte aus der Erdhütte, vom trockenen Weg beiseite und sagt...
In der Nähe wären hin und wieder Schafe anzutreffen. Sie lebten allein und hätten den Menschen schon vergessen, würden aber beim Anblick von Menschen sich an ihre einstigen Hirten erinnern, gelaufen kommen. Diese Schafe, die übrig geblieben waren von einer riesigen, verwilderten Herde, hätten etliche Jahre mit Hirtenhunden zusammengelebt, bevor die krepiert oder vor Schwermut auseinandergelaufen waren. In großen Kreisen gingen sie, ohne von ihrem Rundweg abzuweichen, über die armselige Steppe, und er kenne vier solcher grasbewachsenen Nomadenkreise, die die Schafe bis zu ihrem Tod abliefen. Halt machten sie in einer kleinen, feuchten Mulde im Sand, und um ihren Durst zu löschen, grüben sie mit ihren Vorderfüßen den Boden auf und kauten dann den feuchten Sand. Hier müsse man auf sie warten, und er wüsste, wie viel Zeit die Tiere für ihren Rundweg brauchten, und jetzt müssten sie eigentlich kommen. Und wenn die Tiere eine andere Stelle feuchten Sands gefunden haben, an dem lagernden Volk vorbeigezogen sind. Und Nazar setzt der Mutter von der starken Sonne muss ihr der Kopf ja wehtun. Die Rotarmistenmütze auf, streichelt sie. Sie, an Besitz glaubend und ihn nutzend, verbirgt die Mütze unter sich. Nazar geht den umherirrenden Schafen entgegen, geht tief gebeugt. Ein dunkler Wüstenwind kommt auf. Und der Staub, der diesem Wind nachstreicht, deckt allmählich die Schafspuren für immer zu. Doch morgens weht ihm ein anderer, seltsamerer Wind ins Gesicht. Wirbelnd und stöhnend wie russisches Schneegestöber zu seinen Füßen Sand. Ist das der Gesang des windgequälten Sandes, sich aneinanderreibender Sandkörner? Legt sich, um nachzudenken, nieder. Soll das etwa seine nächste Arbeit sein, hier zu sterben? Befühlt sein Gesicht. Es ist mit Haaren zugewuchert. Sein Kopf, an ihm alles ist erstarrt. Tief und für lange verharrt, um nicht ganz zu sterben, still in seinem Körper und schläft. In dem ruhelosen Sand ein, erwacht in der Dunkelheit. Halb zugeweht von Sand. Es ist bereits eine neue Nacht. Er hatte also den ganzen Tag verschlafen. Der Wind bläst noch immer. Kriecht, nachdem er eine geraume Zeit gelegen hatte, zur nächsten Düne, lässt sich die Düne hinunterrollen, schläft an ihrem Fuß ein, und über sein schwaches Bewusstsein fallen im Traum allerlei Erscheinungen her. Vergessene Eindrücke, Bilder, die er irgendwann einmal gesehen hatte. Und dabei war er immer davon ausgegangen, die Mehrzahl der wichtigsten Eindrücke seines Lebens sei für immer vergessen, überdeckt von Tatsachen danach. Doch nun weiß er, alles ist in ihm unversehrt und unzerstörbar erhalten geblieben. Veras Freundin, die er irgendwann einmal flüchtig gesehen hatte, beugt sich über ihn, belästigt ihn, quält ihn, den in der Wüste dahindämmernden Menschen. Und hinter ihr, wo war der eigentlich in der Sonne gewachsen? Der Schatten eines silbrigen Zweiges, ein verfaulter Baum, ein Postamt. Nazar ging zum Schalter für postlagernde Sendung. Er bekam einen Brief aus Moskau ausgehändigt, den ihm die fürsorglichen Mitarbeiter des usbekischen Zentralkomitees aus Taschkent nachgeschickt hatten. Nazar Ivanovich Chagatayev, Ihre Frau, meine Mama Vera, ist in der Moskauer Klinik Nummer 2 bei der Geburt eines Mädchens gestorben. Das Mädchen kam tot zur Welt. Ich habe es gesehen. Es ist im Krankenhaus zusammen mit Mama Vera, ihrer Frau, in einen Sarg gelegt worden. Begraben wurden sie auf dem Wagonkovo-Friedhof nicht weit von dem Schriftsteller Bajuschkow. Ich bin zweimal am Grab gewesen, habe dort gestanden und bin wieder gegangen. Wenn sie kommen, zeige ich ihnen das Grab. Mama hat mir aufgetragen, an sie zu denken und sie zu lieben. Ich denke an sie. Mit Pioniergruß, Xenia. Das alles verschafft sich energisch bei ihm Einlass und bleibt beharrlich und lebt jetzt in ihm, ungestümer und grimmiger als in Wahrheit, drückt. Anderen Tags zur frühen Stunde erwacht, der Wind ist jetzt restlos verschwunden und es herrscht so leer und schwach, dass gleich ein Sturm in sie einbrechen wird, eine zaghafte Stille. Ist es jetzt so weit, dass er stirbt und sein Volk nun ebenfalls in der Wüste verloren geht? Mit seiner ganzen Herzenskraft auf seine zitternden, in den Sand gestemmten Arme versucht er sich aufzurichten, sinkt jedoch gleich wieder rücklings nieder. Hinter ihm, oberhalb seines Kopfes, sich rasch entfernende Schritte. Er schließt die Augen, fast in die Tasche nach dem Revolver. Doch wie soll er, da seiner Hand nur noch die Kraft eines kleinen Kindes geblieben ist, mit der schweren Waffe zurechtkommen? Liegt, ohne sich zu rühren, lange. In der Steppe gibt es viele Tiere, die tote Menschen essen. Jetzt aufspringen, das Tier töten
und es aufessen. Doch was dann, wenn er aus Schwäche daneben schießt, mit seinem Schuss alle Tiere für immer verscheucht? Besser, er lässt es an seinen Körper herankommen und tötet es aus nächster Nähe. Nun wieder hinter seinem Kopf und bald näher kommend, bald sich entfernen, die leichten, vorsichtigen Schritte und er hält die Luft an. Warte. Gleich davon ausgehend, du lebst noch, stürzt sich das heranschleichende Wesen auf dich. Pass auf, gleich verbeißt es sich in deine Kehle. Die Schritte sind jetzt dicht hinter seinem Kopf und er zieht vorsichtig aus der Tasche den Revolver. Sich nun wieder mit letzten Kraftreserven stark fühlen. Doch die Schritte gehen an seinem Kopf vorbei, entfernen sich. Und er öffnet die Augen und sieht nun jenseits seiner Füße von ihm weg zu auf die Bühne. Gegenüber gehen zwei Vögel, wie er sie noch nie gesehen hat. Der Schnabel wie bei Aasvögeln, der dicke, mächtige Hals länger als bei Adlern und der Körper, der von hohen, kräftigen Beinen getragen wird, zart, luftig wie bei Schwänen. Bei dem einen Vogel sind die Schwingen grau, bei dem anderen, dem Weibchen, rot, blau, grau. Über dem Sand kleine Windrosen. Es ist inzwischen heiß geworden. Die Vögel sind nun auf den Dünen gegenüber und gucken sich nach ihm um. Und auch er lässt sie mit halbgeschlossenen Lidern nicht aus den Augen. Da fällt ihm auf, ihre Augen sind grau. Solches Grau hat er wo schon einmal gesehen. Gedankenvoll und aufmerksam betrachten ihn die grauen Vogelaugen. Und das Weibchen putzt sich dabei den Schnabel, spuckt Essensreste aus. Die Kirkisin war also inzwischen gestorben. Und das sind ihre letzten Stücke. Und da das Weibchen bleibt auf der Bühne stehen, erhebt sich das Männchen in die Luft. Fliegt riesenhaft und dicht über der Erde seitwärts, schwingt sich dann mit ein, zwei, drei Flügelschlägen hoch und stößt herunter. Und er, bevor der Vogel bei ihm angekommen ist, fühlt in seinem Gesicht den Wind, sieht über sich die reine weiße Brust, die grauen Augen, die nicht böse sind, sondern nachdenkend. Denn der Vogel hatte durchaus bemerkt, dieser Mensch da ist nicht tot, hat ihn gesehen. Und er zieht den Revolver, hält ihn mit beiden Händen hoch und schießt auf den auf ihn zustoßenden Vogel. Über ihm, im weißen Brustflaum des Vogels, ein dunkler Fleck, ein Windstoß und um die schwarze Einschussstelle zerreißt der Flaum. Über ihm in der Luft der Vogel verharrt kurze Zeit, unbeweglich, schließt die Augen, öffnet sie und liegt, wie er herabgefallen war, seine Brust auf der Brust des Menschen, sein Kopf auf dem Kopf des Menschen, den Schnabel in dem dichten Haar des Menschen, tot. Jetzt, um sich einigermaßen satt zu essen, dem getöteten Adler aus dem Hals die Federn reißen und nachdem man eine Weile von dem Vogel gegessen hat, das Ende seines Gürtels um das Bein des Vogels binden und so merke ich, will mir jemand meinen Adler stehlen. Das andere sich in die Hose stecken. Aufspringen lässt ihn jäher Schmerz. Der zweite Vogel, das Weibchen, hatte ihm den Schnabel ins Bein geschlagen, hatte sich ein Stück Fleisch geholt und schwang sich nun in die Luft und er schießt zweimal auf ihn. Hatte er ihn getroffen? Hinter den Dünen sieht er ihn in großer Höhe davonfliegen. Bleib du nur liegen, als wärst du schon tot. Dann kommen die Vögel und Schakale zu dir. Du tötest sie und wir können essen. Aydym war hinter einer Düne erschienen, war zu dem toten Adler gegangen, hatte den Vogel am Fuß gepackt und den Adler an ihm, der da tot am Boden lag, vorbeigeschleift. Er hatte gerufen, Aydym, lass mich trinken. Und sie war niedergekniet, hatte seine Lippen an den Vogel gelegt, hatte begonnen, den nass werdenden Hals zu melken, hatte seine Wunden untersucht. Ist nicht so schlimm, du stirbst nicht. Die Wunden sind ja klein. Lieg nur ruhig, dann kommen noch andere Vögel. Hatte aus seinen Wunden die Wolle von seinen Kleidern gezogen und sie mit der Zunge beleckt. Und war, um sich von ihm zu verabschieden, zurückgekommen mit dem anderen. Der hatte in einiger Entfernung gewartet. Nazar hatte das Mädchen geküsst, ihr über das Gesicht gestrichen und gesagt, Aydym, geh nicht weg. Doch sie hatte ihm geantwortet, ich weiß, doch der da hat gesagt, ich soll mit ihm gehen. Und da hatte er dem Mädchen befohlen, ruf ihn her. Und da hatte das Mädchen den anderen an der Hand gebracht und der hatte ihn gefragt, na,
jetzt zu Ende. Ich dachte, die Vögel haben dich schon längst gefressen. Doch er wollte nur wissen. Warum nimmst du das Mädchen mit? Weil es sein muss, antwortet ihm da der andere. Doch er... Sie soll bleiben. Und da setzte sich das Mädchen... Ich bleibe. Ich bin noch klein. Ich will nicht. ...zu ihm in den Sand. Er zu dem anderen... Geh allein fort. Der andere... Tote schweigen besser. ...und trat ihn mit den Segeltuchstiefeln ins Gesicht. Und er fiel hinten über, stand aber ohne zu überlegen wieder auf. Er war jetzt leer und frei. Sein Körper ist frei, schwankte wie schwerelos. Aidyn, damit er nicht hinfällt, stemmte sich gegen seinen Bauch. Doch da packte der andere das Mädchen und ging mit ihr davon. Er wollte ihnen nach, doch fiel zu Boden, stand aber wieder auf, versuchte Kräfte zu sammeln. Wo wollt ihr hin? Aidyn, in den Armen des anderen, brachen Tränen aus. Und da fiel er nicht mehr hin. Mit fester Hand hob er den Revolver und befahl dem anderen, stehen zu bleiben. Der sah die Waffe und rannte mit dem Mädchen los. Doch da bemerkte das Mädchen an dem Hals des anderen den Grind, krallte ihre langen Fingernägel hinein. Und der andere schrie auf, schlug dem Mädchen ins Gesicht. Da er aber nicht ausholen konnte, taten die Schläge nicht weh. Das Mädchen jetzt am Hals des anderen... Siehst du, wie es weh tut? Du hast doch gesagt, gekriegt, stiehl mich nicht. Lass das sein. Aber du hast mich geraubt wie ein Basmatsche. Jetzt halt's aus. Ich reiß dir ein Auge aus und hänge es an die Wand. Dann kannst du dir dein Auge angucken, du einäugiger Mensch. Und der andere, aufstöhnend, schüttelte das Mädchen mühsam ab, blieb aber nur ein paar Sekunden im Sand liegen, riss durch die Bewegung seine Wunde noch mehr auf, tauchte aber dann für immer hinter den Wandhügel unter. Und sie stand nun verwundert, guckte dem Verschwundenen nach und überlegte, der dort, stirbt der nun oder nicht? Mit tief gesenktem Kopf tritt seine Mutter zu ihm, befühlt seinen Körper, betrachtet forschend den Sand, die ganze Umgebung. Sie guckt nicht nach, ob der Sohn noch lebt. Sie sucht mit ihren vom Leid erblindeten Augen nach getöteten Vögeln. Und als sie sich entfernt, kommen aus ihrem Körper seltsame, knirschende Geräusche. Und bald hört er dieses Knirschen erneut. Hinter den Sandhügeln regt sich etwas. Sofian guckt von dort auf ihn herab. Und neben ihm taucht von der anderen Dünenseite kommen das Volk. Und da ist auch Aidyn. Und sogar der Blinde guckt, obwohl er nicht sehen kann wie die anderen auf ihn. Nicht gierig, nicht flehend, sondern gleichgültig richten sich zahlreiche Augen auf ihn, den liegenden Menschen. Was erwarten Sie von mir, dass ich Sie mit einem Vogel sättige? Nazar winkt dem ihn anguckenden Volk zu, lächelt. Grab in einem kleinen Tal zwischen langen Dünen mit den Händen in den Sand. Hatte ihr Sofian gesagt. Dort ist unter dem Sand Lehm, der Wasser geben muss. Und nun geht sie, Aidyn, zu Beginn der Nacht und von sich aus nach den wilden Schafen suchen. Geht in dieser Nacht weit, doch dann ermüdet sie, legt sich nieder und schläft ein. Doch da sie weiß, sie darf nicht lange schlafen, wacht sie bald beunruhigt auf und geht weiter. Hinter ferner Erde der Mond, armselig, mit niedrigem Licht, den Sand beleuchten. Mit durchdringenden Augen guckt sie sich um. Geht man den ganzen Tag durch den Sand, trifft oder findet man bestimmt etwas Wasser. Schafe, Vögel, verirrte Esel. In der Wüste gibt es ebenso viel Gut wie in jedem beliebigen Land. Sie steht auf der höchsten Düne. Die restliche Erde, über die ruhiges Licht strömt. Doch aus einer Richtung flirrt das Mondlicht. Was stört dort das Licht? Sie geht in die Richtung, wo das Licht dunkler wird und sieht bald ein Schaf. Es steht oben auf einem niedrigen Hügel und wirbelt mit seinen Füßen scharrend Sand auf, dass das von weit weg wie ein wichtiger und rätselhafter Vorgang aussieht. Bestimmt holt sich das Schaf unter dem Sand begrabene Frühjahrsgräser hervor. Leise steigt sie den Hügel hinauf und umfasst das Schafsjunge, das sich nicht wehrt. Vermutlich weiß es nichts von Menschen. Sie wirft es auf den Boden und will ihm, um Blut zu trinken, sich satt zu essen, die Kehle durchbeißen. Doch da sieht sie unterhalb der Düne. Graben, dabei heftig atmend wie Menschen, noch andere Schafe mit den Füßen im Sand. Sie lässt das Junge los und rennt die Düne hinab zu der Herde. Doch bevor sie das erste Schaf erreicht, springt ihr das Leittier entgegen und bleibt den Kopf gesenkt vor ihr stehen. Was tun? Eine Weile bleibt sie vor dem Leittier sitzen und überlegt. Sie zählt die Schafherde. Es sind mit den Jungen und zwei dazugestoßenen Ziegen 24 Tiere. Langsam und gefolgt von dem Bock kriecht sie zu dem nächsten im Sand grabenden Schaf, prüft mit der Hand den Sand. In dem kleinen Loch, das das Schaf gegraben hatte, ist es trocken, vom Wasser nichts zu spüren. Und nun sieht sie es.
Die nächststehenden Schafe haben vor Qual Schaum auf den Lippen. Hin und wieder nehmen sie mit dem Maul Sand auf, stoßen ihn aber mit ihrem letzten Speichel sofort wieder aus. Der trinkte nicht, saugte ihn nur den letzten Saft aus. Tritt zu dem Bock, er ist keineswegs mager, atmet vor Durst nur schwer, nimmt ihn beim Horn und geht mit ihm los. Der Bock setzt sich in Bewegung, bleibt aber dann stehen. Doch sie zieht und er geht mit. Da heben einige Schafe den Kopf, geben ihre Arbeit auf und folgen ihr und dem Bock. Und auch die restlichen Schafe holen sie und den Bock ebenfalls bald ein. Eilig zieht sie den Bock vorwärts. Doch obwohl sie die Umgebung genau kennt, erreicht sie erst beim Sonnenaufgang. Und am Himmel verlöschendem Mond. Das gemeinsame Nachtlager ihres Volkes. Und das Volk aß mit dem Bewusstsein der Notwendigkeit, aß voller sanfter Nachdenklichkeit. Als würde jeder beim Essen sich seine eigene Vorstellung machen, woher die Herde gekommen war. Nazar, als Aidym ihn, um ihn zum Essen zu holen, weckt, wacht lange nicht auf, stirbt langsam weiter und unaufhörlich rinnt aus ihm im Schlaf das Blut, quillt stoßweise aus den Wunden, erstarrt im Sand. Aidym, der alles klar wird, läuft zurück zum Volk auf dem Lagerplatz, guckt sich um, wer hat heile oder weiche Sachen, findet aber nicht, was sie sucht. Zieht schließlich ihr Hemd aus, da sie noch klein ist, haben sich in ihr noch keine Ansteckungen und Krankheiten angesammelt wie bei Alten. Ihr Hemd riecht allein nach Schweiß und ihrem Körper. Schmutz ist nicht dran. Die Wüste ist sauber. Reißt ihr Hemd in Streifen und verbindet alle seine Wunden, wo Blut austritt. Nazar ist nun bereits aufgewacht und dreht sich, damit es bequemere Arbeit hat, dem Mädchen zu. Öffnet die Augen und sieht, ist auch gewöhnlicher sonniger Morgen angebrochen, wie durch dunkles Dämmerlicht das Mädchen, den Sand und die getöteten Vögel. Erkennt in dem größten Vogel das Männchen. Der andere ist wesentlich kleiner. Sie war also, als sie zurückgekehrt war, zurückgekehrt mit dem treuesten Freund ihres Mannes, seinem Sohn. Nazar ist jetzt erholt. Seine Wunden haben sich mit Häutchen überzogen und verheilen. Alles im Leben ist wieder möglich. Jetzt Aidym auf den Arm nehmen und mit ihr tief in den Ust-Jurt hineingehen. Sie dabei auf Wangen, Augen und Haar küssen. Man überschreitet gerade das letzte Stück hellen Sands. Die Grenze der Wüste. Und steigt nach unten in den Schatten der Senke. 13 von den Schafen, die Aidym ihm zugeführt hatte, hat das Volk inzwischen gegessen. 10 Schafe bleiben ihm noch. Das 11. ist der Bock. Er betrachtet den Boden. Den bleichen Salzgrund, den Ton, den dunklen, hinfälligen und zerquälten Staub. Waren in ihm die Gebeine des armen Ahriman verwest, dem das lichtere Geschick Ormuzd verwehrt geblieben war? Doch jemandem muss doch gelingen, was bisher noch niemandem gelungen war. Vor seinen Füßen zahlreiche Schildkröten nehmen Reis aus und drehen, nachdem sie Abstand gewonnen haben, den Hals und mustern mit ihren schwarzen, scharfsinnigen und lieben Augen. Ihn, den Neuankömmling. Haben sie überhaupt die Absicht zu leben? Er ruft alle Menschen zusammen und fragt sie, angestrengt, sie sollen sich nicht vor Schwäche und Gleichgültigkeit schließen, gucken ihn viele blasse Augen an. Dieses Volk braucht. Bis der Wind ihre Körper auskühlt, sie nach und nach im Wind zerstreut. Vergessen. Jetzt Aidym nehmen und für immer von ihr fortgehen. Er tritt beiseite und legt sich mit dem Gesicht zur Erde. Beginnt Ausbeutung damit, dass Seelen sich ans Sterben gewöhnen. Über seinem Kopf ein Tier, sein Schnaufen. Etwa eines von den Schafen. Doch das Tier packt mit dem Maul sein Ohr und reibt es zwischen zahnlosen Kiefern. Es ist der Hund, den er in der Siedlung gesehen hatte. Er fasst den Hund am Kopf und drückt ihn nieder. Der Hund, alt, verwildert und zitternd vor Erregung, fügt sich. Und er schläft neben ihm ein. Erwacht. Und um ihn herum sind Menschen über ihm. Sufjan. Der schiebt den Hund beiseite und sagt, du denkst schlecht. Das Volk kann leben. Aber man lässt es nicht. Bekommt es Lust zu essen, Wein zu trinken, kommen zu ihm fremde Menschen und sagen, nimm, was du willst. Wein, etwas zu essen, das Glück deines Lebens. Das gibt es aber nicht. Antwortet Nazar darauf. Ein bisschen. Doch. Sagt daraufhin Sufjan. Im Menschen ist immer ein leerer Fleck, wo er sein Glück verbergen möchte. Und da antwortet er, euch hat man etwas eingegeben, was euch selber fremd ist. So ist es nun einmal. Antwortet ihm daraufhin Sufjan. Wenn wir bei dem wenigen Essen, nach der Arbeit und vor Hunger schon wie Tote sind, wie sollen wir dann vom Tod das Glück erwarten? Erwartet es vom Leben. Jetzt ist unser Ich in der Welt. Ein anderes haben wir nicht. Und da antwortet ihm der andere und streichelt dabei von ihm die Schuhe. Das weiß ich auch. Aber hör mir zu, dein Volk
hat vor dem Leben Angst. Es ist es nicht mehr gewöhnt und glaubt nicht daran. Es stellt sich tot. Sonst kommen die Glücklichen und Starken und quälen es wieder. Es hat sich, damit niemand es braucht, keiner, wenn sein Blick auf es fällt, habsüchtig wird, nur das Allernötigste aufgehoben. Und entfernt sich in die schwarzen Schluchten des Ust-Jurt. Wohin sind alle Menschen verschwunden? Nachzusehen steigt er zum Hochland hinauf, über dem menschenleeren Ust-Jurt ein klarer Mond. Licht, das Bergschatten über die Sarikamisch-Senke breitet. Nicht weit weg die drei Schafe und der Bock weiden in einer kleinen Schlucht und wühlen sich auf der Suche nach lebendigen, grünen Stängeln geräuschvoll durch einen Haufen Steppenläufergras. Etwas weiter weg, dort, wo die Sarikamisch beginnt. Im Schatten des Ust-Jurt ein kleines Lagerfeuer. Er steigt abwärts auf das Feuer zu, hat es nach fast einer halben Stunde erreicht und kann nun sehen, in dem Feuer brennt Zaxaul und um das Feuer das ganze Volk. Bemerkt ihn nicht, sitzt und singt ein Lied, das davon handelt, was keiner kennt. Doch es ist keineswegs ein trauriges Lied. Unter denen, die da singen, ist sogar die Stimme seiner Mutter herauszuhören. Werden, wenn uns Tränen kommen, nicht weinen. Wenn wir lächeln, dann nicht aus Freude. Und keiner wird je erfahren, was wir wirklich fühlen. In uns die Seele. Will unser Herz verlassen, will uns zu Hilfe eilen. Nazar, ohne dass er sich seinem Volk gezeigt hatte, geht zurück den Hang hinaus zum Hochland. Die Erde nun beleuchtet von einer kleinen Sonne, doch ihr Licht reicht völlig. Ein leichter Wind weht, doch aus dem klaren Himmel kommt Wärme. Vier Menschen, sie gehen alle einzeln und in großem Abstand voneinander nach dorthin, wo die Sonne untergehen wird. Nazar ersteigt eine höhere Terrasse, kneift die Augen zu und beobachtet die ganze Umgebung. Er macht nun 10, 12 Menschen aus, die alle unterwegs sind, fragt Aydın, die nicht weit entfernt von ihm sitzt. Und hat sich jemand von dir verabschiedet? Nein, einer hat nur gesagt, lebe wohl, Mädchen. Jetzt gehen die Beine einigermaßen und der Leib atmet. Die Zeit ist da, dass man lebt. Und was sagtest du? Nichts, sie sagte nur, bei den Eseln gehen die Beine auch. Warum gerade bei den Eseln? Das habe ich nur gesagt für alle Fälle. Nazar, wieso leben wir? Werden wir es dafür gut haben? Hast du es denn jetzt schlecht? Nein, ich habe es jetzt gut. Ich habe es bloß gesagt, weil mein Mund etwas redet. Ihre großen, dunklen Augen offen. Nazar, worauf warte ich immer zu? Wieso erscheint mir etwas so wichtig? Und dann ist gar nichts. Wieso fängt mir das Herz an, weh zu tun? Hab keine Angst. Solcher Kummer gehört zum Leben. Aber ich will nicht, dass es so ist. Bei deiner Mutter, sie hat es mir selber gesagt, tat das Herz vor Hunger weh. Bei uns soll es einen anderen Kummer geben. Einen interessanteren, nicht solchen. Von solchem habe ich genug. Nazar, denk dir etwas aus. Nazar, bring mir bei, dass ich nicht denke. Ich habe Angst davor. Er streichelt über ihren immer noch kindlichen Kopf. Aber dir fängt die Seele doch nicht vor Hunger an, weh zu tun. Nicht vor Hunger. Bei mir kommt es. Nazar, sag mir etwas ganz Wichtiges. Ich kenne das Wichtige nicht. Darüber habe ich nie nachgedacht. Dazu war keine Zeit. Aber dass wir beide geboren werden, ist schon etwas Wichtiges. Ein bisschen, ja. Aber auch ziemlich unwichtig. Komm, schlaf. Ich lösche das Licht. Lösch es nur. Ich mache es dann schon wieder an. Nazar? Hatte seine Mutter zu ihm gesagt. Mach dich auf den Weg. Erkennst du deinen Vater? Geh nicht zu ihm. Meide alles. Bazare, Reichtum. Geh weit fort. Zu fremd mag dein Vater ein dir unbekannter Mensch bleiben. Und hatte ihm ein Stück alten Tschurek in den Beutel gepackt. Ihm die Papacha aufgesetzt und ihm damit anstelle eines Älteren eine Pflanze neben ihm herläuft, ein Schilfrohr in die Hand gegeben. Doch er wollte nicht fortgehen von der Mutter. Er sei das Sterben bereits gewöhnt, habe vor dem Sterben keine Angst mehr, wolle auch nur noch ganz wenig essen, brach bei der Mutter in Tränen aus, umfasste das Magere bei der Mutter, stand sich an den geschwächten, kalten Körper der Mutter klammernd lange da. Doch sein Herz, als wäre es vollgesogen von Nässe, schlug mit einem Mal schwer und er setzte sich in den Staub der Erde und sagte zur Mutter, auch ich werde dich vergessen. Ich liebe dich auch nicht. Ihr könnt einen kleinen Menschen nicht ernähren und wenn ihr sterbt, wird keiner bei euch sein. Und
legte sich bäuchlings auf die Erde und schlief in der Feuchtigkeit seiner Tränen und seines Atems ein. Als er erwachte, um ihn Leere von der Wüste kam, ohne jeden Geruch und ohne lebendigen Laut, kümmerlicher Wind, saß ruhig, aß vom mütterlichen Tschureck, vor ihm das Land, wo er gerne leben wollte. Die Wüste, wo sie endet, senkte ihren Boden. War das ihr Begräbnis? Einzig spärliches Licht drang bis nach dort unten, beleuchtete bleichen, versalzenen Boden. Doch dahinter nahm die glücklichere, hellere Sandwüste ihren Anfang. Mit ihrem leichten Wind, der aus der Ferne vertrieben, sich weinend dahinschleppt. Diesem Wind nachlauschend ließ er seine Augen wandern, wollte ihn sehen, mit diesem Wind zusammen sein. Doch er entdeckte nichts. Der Wind war ihm abhanden gekommen, doch niemand gab Antwort. Auf der dunklen, niedrigen Erde, über die ihn die Mutter hergeführt hatte, lagen bereits Schatten. Fassungslos berührte er seine Beine, seinen Körper. War er, da keiner sich an ihn erinnerte, überhaupt noch da? Raues, streunendes Strauchwerk. Ein Steppenläufer. Neigte sich in der Windstille, rollte staubig, müde von seiner Lebensarbeit und Bewegung, halbtot über den Sand davon. Und hatte niemanden, weder Verwandte noch ihm Nahestehende, zog immerfort in die Ferne. Er: Ich gehe mit dir, allein habe ich Sehnsucht. Denke du was über mich, ich denke etwas über dich. Mit den anderen will ich nicht leben, sie wollen es nicht, sollen sie doch sterben. Berührte mit der Hand den Strauch und drohte mit dem Rohrstock der Heimat und der Mutter, die ihn vergessen hatte. Folgte, bis es dunkel wurde, dem Steppenläufer und legte sich in der Dunkelheit nieder und schlief vor Schwäche ein. Erschrak. Am Morgen erwacht. Der Strauch war nicht mehr bei ihm, war in der Nacht weitergerollt. Doch da sah er ihn, jetzt oben auf einem nahen Sandhügel, und lief ihm nach. Und an diesem Tag führte ihn der Strauch zu einem Schafhirten. Der Hirt gab ihm zu essen und zu trinken, und er band den Strauch, damit auch er Ausruhe, an einen Stock. Nur eine war, die kein Konfetti, keine Blume auf dem Haar hatte. Und zu der keiner sich scherzend neigte, auf diesem üblichen Fest der Jugend. Musik spielte über den Köpfen der zum Fest ihres letzten Beisammenseins Versammelten. Der Direktor des Instituts gab ein Fest zu Ehren der Absolventen des diesjährigen Jahrgangs. Eine leere Sommernacht, der offene, warme Raum, die Stille des Himmels und der Pflanzen. Sie, die kläglich? Die allgemeine Ausgelassenheit nahm noch zu. Man nahm von den Tischen die Blumen, pflückte Gras und machte daraus den Freundinnen Geschenke oder streute ihnen die Pflanzen gleich aufs Haar. Kläglich? Wollte sie zeigen, auch sie nimmt Anteil an der allgemeinen Freude und ist fröhlich. Sie, die kläglich lächelte, doch ihre Augen wie bei einem Arbeitstier, wehmütig, geduldig. Und manchmal guckte sie sich um in den Augenblicken, in denen sie sicher sein konnte, sie wird nicht beachtet. Rasch von den Stühlen der Nachbarn die herabgefallenen Blumen und farbigen Papierschnipsel zu nehmen und sie unauffällig zu verstecken. Dieses trübsinnig sich dahinziehende Fest. In der Nacht am Himmel groß Sterne und er erhob sich von seinem Platz. Sie, die Blumen der anderen aufgehoben hatte, war inzwischen wo verschwunden. Verbeugte sich vor den Nächstsitzenden. Sie alle würde er so bald nicht wiedersehen und ging an Bäumen vorbei. Da bemerkte er sie. Die mit den Geduldsaugen. Sie im Schatten der Bäume war dabei, sich Blumen und Bänder aufs Haar zu legen. Ohne dass sie ihn dabei bemerkte und trat nun, geschmückt mit Blumen und Bändern, aus dem Schatten der Bäume zurück an den beleuchteten Tisch. Und da machte auch er sofort kehrt und hätte am liebsten dieser Ausgelassenheit über der kläglich Tränen tropfen. Doch die Frau war jetzt glücklich, lachte mit ihren verweinten Augen. Da trat er zu ihr, man machte sich bekannt, sie war Diplomchemikerin, er forderte sie zum Tanz. Und wie es sein musste, tanzte sie ausgezeichnet. Ihre Augen trockneten, ihr Gesicht verschönte sich, ihr Körper, war das menschenscheu? Presst sich vertrauensvoll an ihn, ihr Mädchendasein wie brotduftend nach gütiger Wärme. Schlaf, benommen gingen aus von dieser Frau, der er wahrscheinlich nie wieder begegnen würde, unauffällig und von gleich nebenan, wie manchmal das Glück war sie gekommen. Das dauerte, bis der Himmel sich lichtete, der Garten sich leerte und nur das tote Gerät zurückblieb. Nazar und seine neue Freundin gingen nun schweigend. Nun, im Licht der fernaufgehenden Sonne, war ihr Gesicht schön. Erneut betrachtete er sie, auf ihren Wangen nun Zeichen von Ermüdung, ihre von den Lidern beschützten Augen, die vollen Lippen. Warum kommt sie ein?
erinnert doch selbst ihr Schweigen an die Lautlosigkeit von Gras. Warum kommt sie allen so hässlich vor? Und auch er sollte besser aufhören, nachzudenken. Ist sie nun schön oder nicht? Sie... Ich bin ganz müde. Wir haben ja nicht geschlafen. Verabschieden wir uns? Er... Macht nichts. Ich fahre bald weg. Bleiben wir noch eine Weile zusammen. Sie passierten eine lange Straße und machten irgendwo Halt. Hier wohne ich. Sie deutete auf ein größeres Wohnhaus. Gehen wir zu Ihnen. Sie legen sich hin und ich bleibe bei Ihnen sitzen und gehe dann. Ein Zimmer mit dem üblichen Mädchenmobiliar. Doch da die Fenster verhängt waren, irgendwie traurig. Sie, um ihm etwas vorzusetzen, fing an, in der Haushaltsecke mit Gerätschaften und Geschirr zu hantieren. Hantierte und da hatte er, der etwas unschlüssig im Zimmer herumstand, es gesehen. Über ihrem Bett das Bild. Auf der einen, seiner linken Seite, stand ein Mann auf einer platten Erdscheibe, hatte seinen Kopf durch das Himmelsgewölbe gestoßen und hielt nun auf der Erdscheibe stehen und mit dem Kopf, den Schultern, der Brust in den Himmel hineinragend, Ausschau nach dem, was er da im Himmel sieht und ist derartig versunken in den Anblick dieser seltsamen Unendlichkeit, dass sein Oberkörper wie abgelöst von dem übrigen Teil seines Körpers ist, mit dem er sich noch auf der Erde befindet. Auf der anderen, rechten Seite des Bildes, war der Teil seines Körpers, mit dem er sich im Himmel befand, bereits abgestorben, war schlaff, ausgezehrt und sein Kopf hatte sich gelöst und war davongerollt über den Rand der blechschüsselartigen Himmelsscheibe hinaus ins Jenseits. Als hätte da draußen in der Steppe seine eigene Kindheit aufgeschrien. Er war, als der Zug wegen irgendeines Vorfalls in der Steppe stehen geblieben war, aus dem Speisewagen nach vorn zur Waggontür gegangen, hatte gelauscht. Da schrie draußen rasch und gleich wieder verstummend noch ein Vogel auf. Auch diese Stimme war ihm bekannt vorgekommen. Eine Wüstengrasmücke? Ein Turmfalke? Er hatte die Waggontür geöffnet und war ausgestiegen. Neben dem Bahndamm-Buschwerk. An es herantretend berührte er einen seiner Zweige und sagte, Guten Tag, Kurjanzück. Und der Kurjanzück unter der Berührung des Menschen bewegte sich sanft, beharrte dann aber wieder gleichgültig wie schlafend. In der Steppe bewegte sich etwas, rief, Lautlos erscheint nur entwöhnten Ohren die Steppe. Und er ging ein Stück weiter. Die Erde senkte sich herab zu einer Niederung und es begann hohes blaues Gras und er, mit dem Interesse der Erinnerung, ging tiefer in das Gras hinein. Von unten erregt bebten ringsum die Pflanzen. Auf dem Bauch, auf Beinchen, im Tiefflug nahmen vor ihm unsichtbare Wesen Reis aus. Wahrscheinlich hatten von ihnen nicht alle geschlafen, hatten, um wenigstens das halbe Leben zu sehen, die Finsternis zu hören, nur ein Häutchen über ihre Augen gezogen und ganz leicht geschlummert. Er nahm Feuchtigkeitsgeruch wahr. Ein Brunnen, ein See? Und wandte sich dorthin und schritt schon bald durch niedriges, feucht wachsendes Gras. Seine Augen hatten sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt und nun sah er alles deutlich. Es begann Schilf. Und als er in es hineinging, schrien, flatterten seine Bewohner sofort auf. Im Schilf war es warm, laute Stimmen. Es hatten also nicht alle seine Bewohner aus Angst vor dem Menschen das Weite gesucht. Einige waren also auf ihren Plätzen geblieben. Schwache, matte Stimmen. Armseliges Leben, das sich aber seine letzte Freude nicht nehmen lassen wollte. Und er, als sich hinter ihm der Zug wieder in Bewegung setzt, weiterfährt, beeilte sich nicht. Lief ihm nicht hinterher, versucht ihn nicht zu erreichen. Sein Koffer, den würde er schon wieder kriegen. Im Gras, an die Erde geschmiegt, schlief er in der Stille ein, wie einst. Und erreicht auf kürzestem Fußweg 7 Tage später Taschkent und erhielt hier auf der Post einen Brief von ihr und liest, ihr Kind käme bald auf die Welt, es denke schon in ihrem Leibesinnern, würde sich häufig bewegen und sei manchmal unzufrieden. Aber da würde sie es liebkosen, sich ihren Bauch streicheln, ihr Gesicht näher zu ihm neigen und sagen, Was willst du? Hast du es nicht warm und still? Bewege ich mich nicht so wenig wie möglich? Ich will dich keineswegs ärgern. Also warum willst du fort aus mir? Und auf dem Lastkran, auf dem er als Hilfsmatrose angeheuert hatte und auf dem er bis Chiwa mitfahren wollte. Der Fluss, morgens, abends durch das Sonnenlicht, das da schräg durch den lebendigen, dahintreibenden Schlamm ins Wasser drang, ein goldener Strom, stand er stundenlang an der Reling und guckte nach oben, wo ein ihm unbekanntes Vögelchen saß, sich innerlich erregt, hin und her drehte, sein in der Sonne glänzendes Gefieder und mit strahlender, feiner Stimme zwitscherte. Als wäre bereits für alle
Wesen die Glückseligkeit eingetreten. Und auf dem Hof des Instituts, über diesen Hof war er wie oft gegangen, geht er hinaufgestiegen auf die Bergeshöhe seines Verstands, von der aus er diese ganze von einer zur Ruhe gekommenen Abendsonne erwärmte Welt bestens übersieht. Oben im Büro des Instituts hatte man ihm soeben die Verteidigung des Diploms bestätigt. Das Diplom selber würde man ihm mit der Post nachschicken. Geht, damit sie ihn im Gedächtnis behalten, ihn in ihr Herz schließen. Ist es nicht immer so? Du kommst nach langer Trennung zurück an einen Ort, an dem dein Herz noch hängt. Doch die unbeweglichen Gegenstände... Was für ein aktives, glückliches Leben haben sie inzwischen geführt. ...haben dich schon längst vergessen, erkennen dich nicht wieder, lassen die Gefühle dieses kläglichen, unbekannten Wesens, das vor ihnen steht, unbeantwortet. Geht von einem der nutzlosen Hofdinge zum anderen, berührt sie mit den Händen, in der Ecke den Mülleimer, da den altersschwachen Holzschuppen und gleich daneben der Apfelbaum. Auch er lebte ohne jegliche menschliche Anteilnahme und weiter weg, in die Erde gerammt, das Eisenrad einer Lokomotive aus dem 19. Jahrhundert. Und auch im Wohnheim sein Kleiderschrank, seine ganze Habe lag jetzt im Nachtschränkchen neben dem Bett und unterm Kopfkissen, würde ihn bald vergessen haben. Und der Geruch seiner Kleider und seines Körpers aus diesem Holzkasten verschwunden sein. Und als er sie, die sich daneben ihm in der Haushaltsecke über ihre Hausarbeit gebeugt hatte, umarmte und sie an sich presste, stieß sie ihn nicht weg, beugte seinen Kopf unter den ihren. Ich bin zu nichts fähig. Ich bin doch schwanger. Nein, ich bin zu nichts fähig. Streichelte und hielt sie dabei auch ihr Gesicht abgewandt, tropften trotzdem Tränen von ihr auf seinen Kopf. Sie weinte lautlos, einzig mit den Tränen, die ihr aus den Augen liefen, streichelte sein hartes, schwarzes Haar und er, mutigen Herzens wie ein Todgeweihter, und wem hätte er jetzt schon helfen können, und streichelte sein hartes, schwarzes Haar. Der Sommer dauerte an, und ringsum Moskau schwelten die Dorfsümpfe, und abends lag, als würde da draußen allerorts ein Abendessen zubereitet, Brandgeruch in der Luft, vermischt mit den Düften ferner Agrarkombinate und Felder, und er geht mit ihr letztmalig spazieren. Es ist morgens kurz nach und es fängt bereits an, hell zu werden. Als sie sich etwas essen nehmen und den Ustjurt abwärts steigen, drei Schafe und ein Bock folgen ihnen fast einen halben Tag, bis sie sich schließlich in der Wüste verlieren. Die ganze dritte Nacht steht er im Zug, im Gang, am Fenster und guckt nach draußen, hin und wieder weit entfernte Hirtenfeuer. Sie, Aydym, schläft im Abteil auf einer Bank. Es ist Winter. Und sie, die sie vom Bahnhof abholt, trägt einen Mantel und einen großen grauen Kragen. Sie läuft auf sie zu und man umarmt sich, sodass die, die hinter ihnen ausgestiegen waren, stehen bleiben mussten. In dem Wohnheim, dessen Adresse ihnen jemand auf einen Zettel gekritzelt hatte, in ihm sind die Flurwände, die Wände zwischen den Zimmern so dünn, dass, als er an eine der Türen klopft, gleich drei Frauenstimmen rufen. Nazar schiebt Aydym in dem Zimmer, das man ihm zugewiesen hatte, ein Bett, ein Tisch, drei Stühle, einen der Stühle an das geschlossene Fenster. Er liegt noch immer da, den Kopf auf der Bettdecke und denkt nach, döst vor sich hin, probiert aus, ob der Stuhl auch hält und klettert dann über den Stuhl auf die Fensterbank, stellt sich mit ausgebreiteten Armen vor das geschlossene Fenster und guckt nach unten auf die Stadt, auf diesen Teppich aus Lichtern, der sich da 10 Stockwerke unter ihm hinstreckt bis zum Horizont. Ratten! Sie rascheln über seinem Kopf auf dem Dachboden, rascheln zwischen den Mülltonnen, wecken ihn nachts mit ihrem schrillen Gekreisch. Er legt Gift aus. Das Gift bleibt unangetastet, stellt Fallen auf, doch die bleiben unberührt. Und so geht er eines Tages hinterm Haus mit dem Nachbarn in dessen Schuppen. Es dauert, bis der Nachbar unter all dem Gerümpel den verrosteten Drahtkäfig gefunden hat. Du musst nur eine von den Ratten fangen. Die übergießt du dann mit Benzin, steckst sie an. Ihr Gekreisch vertreibt garantiert die anderen. 2 Tage später hockt eine Ratte in dem Käfig, springt gegen die Gitterstäbe, hört dann aber auf damit, zieht sich in eine der Ecken des Käfigs zurück und guckt ihn nun mit ihren runden Rattenaugen von unten aus dem Käfig verängstigt an. Und er hat nun bereits zum 2. Mal aus seinem Benzinkanister Benzin über der Ratte ausgekippt. Die hatte sich zunächst
geschüttelt, sich dann aber noch tiefer in ihrer Ecke zurückgezogen und sitzt nun zitternd da unten in der Käfigecke. Und er hat sich inzwischen schon längst eine Zigarette zwischen die Lippen gesteckt. Sie wird er gleich anzünden, ihr einige Züge entnehmen und ihre glimmende Kuppe in den Käfig auf die Ratte werfen. Und sie, die aufzischende Stichflamme, wird schreiend eine ganze Weile gegen die Gitterstäbe springen. Aber noch klopft er seine Jacken, Hosentaschen ab nach seinem Feuerzeug. Und war ihm nicht eben in seiner Hosentasche eine Streichholzschachtel zwischen die Finger geraten? Geratten, Ratten, 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 aber da... Jan, Hörspiel von Lothar Trolle. Nach Motiven des Romans von Andrei Platonow. In der Übersetzung von Alfred Frank. Sie hörten als Erzähler Hans-Michael Rehberg. Nazar Florian Lukas. Sufjan Matthias Habich. Aydüm Gloria Endreste Oliveira. Mutter Angela Winkler. Vera Brigitte Hobmeier. Nur Mohammed Robert Dölle. Xenia Hanna Plass. Sowie in weiteren Rollen Michael Altmann, Corinna Kirchhoff, Wolfgang Michael, Jordi Leon Sun, Andreas Serdar und Horst Hildebrandt. Komposition Pierre Oser. Gesang Silvia Mödden. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Christoph Schwab. Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2015. Dramaturgie Andrea Oetzmann.